Ich denke, viele Menschen träumen davon, mal ihr eigenes Haus zu planen, zu kreieren, zu bauen. Am Ende dann das zu sehen, was man sich so gewünscht und vorgestellt hat. Architektur ist für mich generell ein sehr reizvolles Thema. Die Gestaltung. Wir haben ein herausragendes Energiekonzept. Wir haben vom Design her besondere Lösungen. Wir haben Raumhöhlen, die man sonst nirgendwo findet und auch baut. Der kubische Baustil ist natürlich ein persönliches Faible, der, uns ist das bewusst, durchaus auch polarisieren kann, aber natürlich dem aktuellen Zeitgeist entspricht. Wir unterscheiden uns vielleicht darin, dass wir so rangehen, in der Planung und in der Konzeption ein Haus zu bauen und auch zu designen, immer unter dem Aspekt, nahe an der Perfektion zu sein und es so zu bauen, wie wir selber gerne wohnen wollen würden. Besonders ist, dass wir die Möglichkeit haben, aufgrund des Vertrauens und der Erfahrung, die wir gemeinsam gesammelt haben, aus bestimmten Grundstücken und Orten das Optimum rauszuholen. Wir versuchen, ein perfektes Home zu schaffen, das sich natürlich für Familien eignet und auch alle Lebensformen und auch Altersstufen abdecken kann. Das zeigt sich in der Raumkonzeption, in der Vielzahl der Räumlichkeiten, Bäder und Livingräume, aber auch wieder in der Gartengestaltung, sei es durch Pools oder auch Teichanlagen. Wasser hat ja nicht nur eine belebende Wirkung, die sich bei uns in den Pools zeigt. Wir versuchen immer, wenn es baurechtlich möglich ist, Pools zu bauen, sondern auch Teichanlagen, und Wasser hat eben auch eine beruhigende Wirkung. Der Garten ist Lebensraum, genauso wie die Räume im Innern des Hauses. Und deswegen ist die Gartenarchitektur ein ganz, ganz wesentliches Element beim Bauen einer Immobilie, beim Bau eines Homes. Was sicher auffällt bei unseren Homes, ist das Thema Licht. Und nicht nur das Lichtkonzept in dem Gebäude, sondern eben auch das Sonnenlicht in die Homes zu bringen. Und das beginnt bereits am Grundstück in der Planungskonzeption, indem man Blickachsen definiert, indem man den exakten Sonnenverlauf über den gesamten Tag erfasst, um darauf aufbauend ein Raumkonzept zu entwickeln, das das Licht ins Haus bringt. Gräfelfing ist wohl die nachgefragteste Gemeinde im Umland Münchens. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen in der perfekten Infrastruktur, die die Gemeinde bietet, und zum anderen in der historisch gewachsenen Struktur der Gemeinde, die nahezu ausschließlich auf Einfamilienhausbebauung ausgerichtet ist, mit sehr großzügigen Grundstücken, mit altem, hochgewachsenem Baumbestand. Über allem steht natürlich trotzdem die Designsprache, die Auswahl der Materialien, nachhaltige Materialien, aber eben auch Materialien, die dem Zeitgeist und dem modernen Leben entsprechen. Jedes Home von uns ist ein wirklich individuelles Einzelstück und bis ins kleinste Detail durchdacht. Mit dem Bau des ersten Homes, also unseres Homes, hat sich eine Leidenschaft entwickelt, immer mit einem gewissen Drang nach Perfektion ein perfektes Haus zu bauen. Und daraus sind die Homes entstanden.